Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir machen das sehr selten, weil wir natürlich mit der Koordinierungsarbeit jede Woche Aufregungen erleben. Wie ich den Titel meiner Präsentation bekommen habe, habe ich mir überlegt, ob ich nicht kurz protestieren soll. Europapolitik als Außenpolitik, das Außenministerium. Jetzt haben Sie natürlich recht und ich fühle mich auch nach wie vor so dem Außenministerium primär zugehörig. Aus dem Lebenslauf ergeht ja, wir sind rotierende Diplomaten, das heißt, wir wechseln alle 4 Jahre den Ort, wir wechseln alle 4 Jahre das Dossier. Wir sind aber in unserer Grundausrichtung schon ein bisschen spezialisiert. In meinem Fall ist es halt die EU, auch wenn ich nie in Brüssel war, aber meine Stationen in Wien waren immer sehr stark geprägt von der Europapolitik. Aber wir sind primär das Außenministerium, auch wenn wir mittlerweile nicht mehr so heißen. Seit dem vorigen Jahr, 2014, heißen wir Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres. Schon davor, 2007, erfolgte die Umbenennung in Bundesministerium für europäische und für internationale Angelegenheiten. Warum erwähne ich das? Weil das doch für uns im Haus, und ich war zu beiden Namensänderungen schon Beamtin im Außenministerium, auch ein Umdenken bewirkt hat, auch wenn wir natürlich schon sehr, sehr lange, viel früher als das andere zentrale Ressort, das Bundeskanzleramt, über deren Aufgabe Sie ja beim nächsten Vortrag ein bisschen genauer hören, auch wenn wir natürlich sehr, sehr lange in der Europapolitik tätig waren. Aber mit der Umgestaltung des Namens auch ein viel, viel stärkerer Fokus auf europäische Angelegenheiten. Um Ihnen eine Idee zu geben, darum habe ich auch hingeschrieben von 1985 bis 2015, das war natürlich sehr typisch österreichisch, auch ein Annähern in Phasen. Ganz am Anfang, Sie müssen sich das Außenministerium in damals noch 6 große Sektionen unterteilt vorstellen, das Protokoll, das Völkerrechtsbüro in der Sektion 1, der Sektion 2, das Kernstück, die politische Sektion, die sich mit Fragen der Afrikapolitik, Lateinamerika, der großen Krisen, der Sicherheitspolitik beschäftigt. Dann schon ein bisschen weniger sexy, die Sektion 3, die wirtschaftspolitische Sektion, die sich mit Handelsverträgen, Außenhandelskompetenzen, mit der Vertretung in internationalen Organisationen, die sich mit Wirtschaftsfragen auseinandersetzen, UNCITRAL, UNCTAD, UNIDO auch beschäftigen. Dann die Sektion 4, die Konsularrechtssektion, die für den Schutz der Österreicher und die Wahrnehmung österreichischer Interessen im Ausland zuständig ist. Dann für mich auch wichtig die kulturpolitische Sektion 5 und dann gab es noch die ganze Administration, die unsere Botschaften im Ausland verwaltet, die für das Budget, das Personal zuständig ist. Also mittendrin eine wirtschaftspolitische Sektion, die 1985 von der wirtschaftspolitischen Sektion zur Wirtschaft- und integrationspolitischen Sektion werden sollte. Ein allererster Ansatz, noch bevor auf Bundesregierungsebene eine Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, die sich mit dem österreichischen Beitrittsansuchen beschäftigt hat. Das heißt, die eine erste Koordinierung der österreichischen Interesse im Hinblick auf den Beitritt wahrnimmt. Im Bundeskanzleramt lief das alles noch unter Koordinierung von Europa, war eigentlich noch nicht die Rede. Im Außenministerium ist man dann 87, nachdem der Gedanke des Beitritts schon viel, viel stärker geworden ist, übergegangen, eine erste europapolitisch-europakoordinierende, ein Referat zu gründen, dann eine Abteilung, die die Frage der österreichischen Haltung vis-à-vis den europäischen Gemeinschaften. Ich bin in der Folge, verzeihen Sie mir schlampig, sage immer Europäische Union, aber es ist für Sie, muss klar sein, das war halt zuerst die europäischen Gemeinschaften, EWR, alles was damit zusammenhängt. Vom Referat dann letztlich eine Abteilung und eigentlich erst 1990 eine wirkliche Betreuung mit europapolitisch koordinierenden Aufgaben für die ganze Bundesregierung. Ab 96, 97 zieht auch dann das Bundeskanzleramt nach, eigentlich schon ein bisschen früher, und startet ihre Sektion Koordinierung auf und gründet auch dort eine eigene Abteilung, die sich mit den Koordinierungsfragen in europapolitischen Angelegenheiten auseinandersetzt.
Vielleicht ganz interessant dazu, im Außenministerium sind die rechtlichen Aspekte unseres Beitritts immer vom Völkerrechtsbüro wahrgenommen worden, sehr stark aus völkerrechtlicher Sicht. Auch da, kurz vor unserem Beitritt, das Bewusstsein, da braucht man ein eigenes Referat für europarechtliche Fragen, das dann ab der österreichischen Mitgliedschaft, ab 1995, eine eigene Abteilung geworden ist, die sich mit europarechtlichen Fragen auseinandersetzt. Also wenn Sie so wollen, wir sind jetzt 20 Jahre Mitglied der Europäischen Union, die Strukturen sind eigentlich erst relativ spät gewachsen und haben sich eigentlich relativ spät konsolidiert. Wir haben jetzt einen letzten Schritt geschafft, möchte ich vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, weil es auch in den Medien vorgekommen ist. Das Außenministerium hat seine Strukturen den heutigen Gegebenheiten angepasst, nicht, dass wir vorher nicht effizient waren, aber natürlich die Struktur folgt auch ein bisschen der Idee, soll auch ein bisschen der Idee folgen. Bis jetzt hieß diese eben in der Mitte des Ministeriums gelegene Sektion Wirtschafts- und Integrationspolitische Angelegenheiten. Ab jetzt wird sie nur mehr Sektion Europa heißen. Unser Minister hat vor ungefähr einem Monat diese Änderung vorgestellt. Bis im Herbst soll das durch sein. Das heißt, wir werden erstmals nach 20 Jahren EU-Mitgliedschaft eine ganze Sektion haben, die sich nur dem Thema Europa widmet. Wird auch ein bisschen konsolidierend sein, das heißt nicht nur die wirtschaftlichen Aspekte und die koordinierenden Aspekte werden hier zusammengefasst, sondern auch die bilateralen Beziehungen zu allen unseren EU-Mitgliedstaaten, die bis jetzt immer noch in der politischen Sektion angesiedelt waren. Warum erwähne ich das? Auch wenn wir rotierende Beamte sind, auch wenn wir sicherlich anders arbeiten als in anderen Ministerien und sehr viel kürzere Wege haben, einfach weil wir uns anders kennen, weil wir anders miteinander umgehen müssen und wesentlich flexibler sind, ist natürlich diese Denkschranke zwischen politischer Sektion und Europasektion immer da gewesen. Das heißt, manche Berichte von der Botschaften gehen immer noch nur in die politische Sektion, nicht immer in die wirtschaftspolitische, integrationspolitische, obwohl sie für die tägliche Praxis enorm wichtig sind. Das vielleicht als Einstieg in die Kultur des Außenministeriums in Bezug auf Europapolitik. Zur Willensbildung. Ich habe schon eingangs erwähnt, die zwei wesentlichen Ressorts für die Koordinierung, für die Gesamthaltung Österreichs in der Union auf Ratsebene. Und vielleicht auch das zur Klarstellung, ich konzentriere mich ausschließlich auf den Rat, weil die Bundesregierung nur dort die Vertretung hat und nur dort den Einfluss hat. Das Parlament, wissen Sie, ist die Willensbildung anders, direkte Wahlen, Kommission läuft sowieso nach anderen Regeln ab. Also für den Rat sind sicherlich das Bundeskanzleramt und ich bleibe jetzt beim Außenministerium, obwohl wir streng genommen auch Europa- und Integrationsministerium sind, zentrale Ressorts. Das ergibt sich aus der Bundesministerverantwortlichkeit, aus dem Bundesministeriengesetz und hat darüber hinaus eigentlich kein eigenes Dokument, wie in vielleicht in anderen Mitgliedsländern, wo jedes Jahr oder für eine bestimmte Periode auch ganz klargestellt wird, welche Ressorts sind wofür in der Koordinierung zuständig. In Österreich relativ einfach aus dem BVG, Artikel 76 und in der Folge aus dem Bundesministeriengesetz. Natürlich betreiben nicht nur wir beide, also diese beiden Ressorts Europapolitik, sie haben natürlich die Vertretung in den einzelnen Ratsformationen durch den jeweiligen zuständigen Bundesminister, manchmal sind das auch mehrere, im Rat für Justiz und Inneres rezent sogar drei. Auch hier gibt es die österreichische Verfassung, eben die Ministerverantwortlichkeit und inhaltlich gibt es eigentlich nur das Arbeitsprogramm der Bundesregierung. Das letzte für die Jahre 2013 bis 2018. Warum erwähne ich das? Ich möchte später noch ein bisschen auf unsere Kollegen in den 27 anderen Mitgliedsländern eingehen. Dort ist es teilweise ganz anders. Dort werden jährlich Prioritäten bestimmt, Grundsatzentscheidungen getroffen, in Österreich im Prinzip eigentlich nicht. Hat Vor- und Nachteile, werde ich später noch darauf hinkommen. Auf europäischer Ebene haben wir natürlich ganz oben den Europäischen Rat,
wird wahrgenommen durch den Bundeskanzler, darunter die einzelnen Ministerräte durch die jeweiligen Bundesminister und ein sehr, sehr wichtiges Vorbereitungsgremium auf Beamtenebene. Es ist schon erwähnt worden, der Ausschuss der ständigen Vertreter, der von dem ständigen Vertreter, das ist in Österreich der Botschafter, Botschafter Kramer werden Sie auch kennenlernen, wahrnimmt für den ASDV 2. Der ASDV tagt auch noch in einer zweiten Formation, im ASDV 1, deckt vor allem den Bereich des Binnenmarkts ab und wird vom stellvertretenden Leiter der ständigen Vertretung in Brüssel wahrgenommen. Dieser Ausschuss der ständigen Vertreter ist nicht nur irgendein Ratsgremium, ist auch im EUV festgelegt. Er ist verantwortlich für die gesamte Vorbereitung der Arbeiten des Rates. Das heißt, jeder Beschluss, sei es, dass er diskutiert werden muss oder nicht diskutiert werden muss, muss zwingend durch eine dieser zwei ASDV-Formationen hindurch. Und zwar wöchentlich. Der ASDV tagt jede Woche mindestens einmal, oft mehrfach, vor allem immer gegen Ende der Ratspräsidentschaften sehen wir ein sprunghaftes Anwachsen der ASDV-Sitzungen. Das bedeutet für uns immer eine große Herausforderung, denn für jeden ASDV gibt es natürlich eine Weisung, die von Wien nach Brüssel geschickt wird, wie sich der ständige Vertreter oder sein Stellvertreter im ASDV 1 auszurichten hat. Vielleicht noch einmal konkret zu den zwei großen Zuständigkeiten von EIR und BKA. Ganz allgemein natürlich im Außenministerium liegt der Verkehr mit dem Ausland, damit natürlich auch der Verkehr mit der Europäischen Union, die mittlerweile Völkerrechtssubjekt ist, davor eine sonstige internationale Organisation war. Dann die Angelegenheiten der wirtschaftlichen Integration als Weg dorthin, die allgemeinen Angelegenheiten des Rechts der EU mit Ausnahme der Prozessvertretung, diese wird vom Bundeskanzleramt wahrgenommen, die routinemäßige Koordination der EU-Angelegenheiten, dann die selbstständige Vertretung in drei Ratsformationen, eigentlich sind es zwei Ratsformationen und eine Unterformation, das ist der Rat für allgemeine Angelegenheiten, der Rat für auswärtige Angelegenheiten und der Rat für auswärtige Angelegenheiten in Form des Entwicklungsminister. Das heißt, wir haben Federführung im Bereich der Außenpolitik, im Bereich der allgemeinen Fragen, unter anderem der Erweiterung, wichtiger Bereich der EZA, der Integration, die ja 2014 zu uns gekommen ist, soweit das im Rat JI zum Tragen kommt, dieser Aspekt, auch da ist das Außenministerium federführend. Vielleicht eine Sache, ich verwende natürlich sehr oft unsere Abkürzungen. Sollten Sie irgendwas nicht verstehen, unterbrechen Sie mich. Es hat keinen Sinn, dass ich von Dingen spreche und Sie wissen nicht, was damit gemeint ist. Vielleicht ganz kurz zu den Zuständigkeiten im Bundeskanzleramt. Hier eher die Sicht nach innen, das heißt die grundsätzlichen Angelegenheiten der Mitgliedschaft Österreichs. Das heißt, Vertragsveränderungen, das heißt neue Gremien, das heißt zum Beispiel Wirtschafts- und Währungsunion, Vertiefungsdebatte. Hier gibt es eine Federführung des BKA. Natürlich in der Vorbereitung des Europäischen Rates, der ja vom Bundeskanzler wahrgenommen wird und seit 2003 auch neu die Koordination der Vorbereitungsarbeiten für den und Nachbereitungsarbeiten für den Europäischen Rat, der sich mit Wirtschaftsfragen auseinandersetzt. Das war damals eine relativ einfache Kompetenz, weil diese Formation des Europäischen Rates nur immer zweimal im Jahr getagt hat. Seit der Wirtschaftskrise 2008 nimmt sie eigentlich bei fast jedem Europäischen Rat auch Wirtschaftsfragen wahr. Damit ist auch die Koordinierungstätigkeit des Bundeskanzleramts hier sprunghaft angewachsen. Aber immer noch nicht wöchentlich, so wie im ASDV, sondern fünfmal ungefähr im Jahr. Sie werden sich sicherlich fragen, diese Kompetenzen klingen sehr ähnlich. Wir helfen uns immer ein bisschen, das Außenministerium nach außen, die Koordinierung, das Bundeskanzleramt nach innen.
Plus, wir haben auch sehr klare Regeln für den internen Gebrauch. Unsere zwei Rechtsdienste, das ist in unserem Fall das Völkerrechtsbüro und im Fall des Bundeskanzleramts der Verfassungsdienst, sind fast 2 Jahre gesessen und haben sich überlegt, jedes einzelne kleine Problem, wie wird das gelöst. Das heißt, wir haben einen Grundsatz, ein Rahmenwerk. Was aber in der Praxis viel, viel wichtiger ist, wir arbeiten extrem gut zusammen. Auch wenn Bundeskanzleramt einen Chef aus der Koalitionsregierung mit einer anderen Fraktion hat und das Außenministerium ebenfalls, auf Beamtenebene spielt das eigentlich keine Rolle. Nicht nur, dass wir uns über viele Jahre kennen, es sind auch immer wieder die gleichen Leute, die an den Dossiers arbeiten, es ist einfach unerlässlich. Also viele Dinge werden nicht sehr formal geregelt, sondern einfach informell, Vorbereitung vor den europäischen Räten, vor den Räten vom ASTV, telefonieren wir sicher jeden Tag mehrmals miteinander. In der Praxis klappt das grosso modo sehr, sehr gut. Ich kann mich erinnern, in den 2 Jahren, in denen ich das mache, hat es ein einziges Mal einen Fall gegeben, wo wir auf Beamtenebene nicht in der Lage waren, eine österreichische Haltung zu produzieren. Ich verrate das auch, es ist kein Geheimnis, das ist die Zinsertragsrichtlinie gewesen, wo einfach die beiden Koalitionspartner von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen sind. Da war es schlichtweg nicht möglich, auch beim besten Bemühen. Aber wie gesagt, das ist ein einziger Fall. In, ich würde sagen, 98% der Fälle läuft das sehr, sehr gut. Gut, wie schauen dann die Entscheidungsprozesse konkret aus? Ich habe erwähnt, der ASTV ist dieses wichtige Gremium in der Mitte in Brüssel. Aber die Koordinierungsarbeit, die Ratsarbeit beginnt ja schon sehr, sehr viel früher. Und zwar im Normalfall auf Ratsgruppenebene, beziehungsweise Komitologieausschüssen, Expertenausschüssen etc. Wie ist da die Regel? Diese vielen, sind über 100 Ratsarbeitsgruppen, werden natürlich von den jeweiligen Fachressorts in ihrer Kompetenz, in ihrer Zuständigkeit nach dem Bundesministeriumsgesetz wahrgenommen. Das heißt, ein Beamter aus Wien fährt zu den Tagungen nach Brüssel oder die ständige Vertretung, die ja Abteilungen von jedem Fachressort in Brüssel hat. Walter Krahammer wird Ihnen darüber berichten, wie unsere Vertretung dort aufgebaut ist, schickt von der Abteilung Justiz und Innenarrest, das sind ungefähr 5 Personen, eine Person in die jeweilige Ratsarbeitsgruppe. Natürlich passiert es auch dort, dass zum Beispiel Fragen anderer Ressorts betroffen sind. Im Moment das große Thema Terrorismus, wenn das in einer Ratsarbeitsgruppe verhandelt wird, habe ich zum Beispiel immer wieder den Aspekt Datenschutz. Der Datenschutz resultiert weder im Justizministerium noch im Innenministerium, sondern im Bundeskanzleramt, im Verfassungsdienst. Natürlich muss hier das Bundeskanzleramt einbezogen werden in die Positionsfindung. Das funktioniert meistens recht gut, sehr informell, auch wenn wir da darauf dringen, dass hier die Weisungen schriftlich erteilt werden. Oft ist das schlichtweg nicht möglich. Eine Ratsarbeitsgruppe, die 5-mal die Woche tagt, das schafft ein kleiner Dienst wie Österreich nicht. Also man muss sich auch darauf verlassen, dass die Ressorts genau wissen in den anderen Ressorts, wer macht die Dinge, die da betroffen sein können und wen brauche ich, damit ich hier eine wasserdichte österreichische Haltung abgeben kann. Wir mischen uns in den Prozess fast nicht ein, wenngleich im Außenministerium für fast alle Ratsgruppen, ich sage für fast alle Art Spiegelabteilungen sind, die mitlesen. Warum? Um hier möglichst große Kohärenz zu sichern seitens der österreichischen Position. Es hilft mir nichts, wenn im Haushaltsausschuss ein Dossier verhandelt wird, wo das Finanzministerium sagt, diese Regelung können wir nicht zustimmen, da geht es um Ausgaben für Friedensmissionen und in der zuständigen Abteilung bei uns im Haus wird einfach gesagt, nein, politisch ist das so wichtig, wir wollen das trotzdem, da muss immer ein Korrektiv sein, das heißt eine Abteilung, die darauf achtet, dass hier eine klare österreichische Linie gefahren wird, die dann auch bis zur Ratssitzung halten kann. Klappt, würde ich sagen, meistens. Es gibt immer wieder ein paar Dinge, wo wir drauf kommen, dass nicht ausreichend koordiniert wurde. Wo wir auf jeden Fall drauf kommen, ist, wenn ein Dossier in den ASTV kommt.
Ja, vielleicht noch ein Wort zur Berichterstattung. Wir erwarten, dass diejenigen, die in diesen Ratsarbeitsgruppen sitzen, am selben Tag noch einen Bericht über das, was in der Ratsarbeitsgruppe geschehen ist, verfassen. Und das ist dieses Same-Day-Reporting, haben wir uns von den Briten abgeschaut. Wir sind eine der wenigsten mittlerweile, die das wirklich ganz, ganz konsequent machen. Funktioniert auch sehr gut. Und an alle Personen, Abteilungen in der Bundesverwaltung verteilen, die davon betroffen sein können. Das ist ganz wichtig, weil das ja immer die Grundlage ist für den ASTV oder für die nächste Ratsarbeitsgruppe oder für eine Parallele, die in einer anderen Formation tagt. Und sowohl das Bundeskanzleramt als auch wir in den Koordinierungsstellen, wir kriegen diese Berichte auch. Ich kriege am Tag ungefähr 400 E-Mails mit verschiedensten Berichten. Also Sie können sich vorstellen, wir entwickeln nach einiger Zeit ein Sensorium, wo wir genau hinschauen müssen und wo wir uns verlassen, dass das eh ganz gut läuft. Dann geht es eben in den ASTV. Jedes Dossier, ob legislativ oder ein Gastbeschluss oder Sonstiges muss durch diesen Ausschuss der ständigen Vertreter gehen, die täglich sitzen. Ich zeige Ihnen, das klappt, glaube ich, nicht so eine Tagesordnung. Das schaut ungefähr, ich habe jetzt eine alte genommen. Das schaut ungefähr so aus. Also Sie sehen, das ist am Ende. Nach der Sommerpause muss oder sollte unser Vertreter, der im ASTV sitzt, eine österreichische Position haben. Das heißt, er muss sich nicht unbedingt zu Wort melden, aber er muss wissen, was denkt Österreich zu dem Dossier. Wenn eine Diskussion entsteht, wenn es konfliktreich wird, dass er einfach weiß, im Notfall kann er was sagen. Meistens wollen wir auch, dass er eine Position kundtut, weil das ist unsere Möglichkeit, in den Entscheidungsprozess einzugreifen. Das war ein sehr schwieriger STV, Sie können sich auch vorstellen, warum. Ein Außenminister-Meeting und wir haben drauf gehabt Ukraine. Und was hier in der Ukraine ausschaut, das war in Wirklichkeit eine Diskussion über die Sanktionen. Wie weit wir da gehen. Eine sehr, sehr schwierige Diskussion und natürlich eine Diskussion, wo Österreich eine klare Meinung vertreten hat. Ja, wir sind durch Wirtschaftssanktionen natürlich im Wirtschaftsbereich betroffen. Andererseits gibt es klare Parameter, wie man mit Staaten, die das Völkerrecht nicht einhalten, umgehen sollte. Das heißt, eine sehr hitzige Diskussion zwischen stärker Sanktionen befürwortenden Ländern und Ländern, die sagen, neben Sanktionen muss es auch noch andere Fragen geben. Also der Top Ukraine hat sicherlich einen Großteil dieses Meetings ausgemacht. Ja? Aber es geht weiter, Vorbereitung Rat allgemeine Angelegenheiten, dann Vorbereitung des ASEM-Treffens, das ist das Treffen der EU mit den ASEM-Staaten. Auch hier wird eine gemeinsame Ratsposition verhandelt und im ASTV noch einmal abgeklärt. Wenn das im ASTV unter einem Zweierpunkt ist, heißt das, in der zuständigen Ratsarbeitsgruppe konnte man sich über den Text noch nicht final einigen. Das heißt, noch einmal eine Diskussion auf Ebene der Botschafter. Beim Ebola, Sie erinnern sich, die Krise und any other Business-Punkte sind meistens Berichtspunkte, die sind schon weniger heikel. Dann ging es weiter. Alles, was Einserpunkte sind, also dieser römische Einser, das ist eine ganze Menge. Die wickeln wir zwar ab in der Sitzung, aber da wissen wir, das sind die harmlosen. Das sind die, wo man auf Ratsarbeitsgruppenebene eigentlich schon eine Einigung getroffen hat. Die werden im Coreper nicht mehr, oder im ASTV, Coreper ist die französische Bezeichnung für ASTV, eigentlich nicht mehr behandelt, nur mehr durchgewunken. Es kann aber sein, dass ein Mitgliedsland zwar zustimmt, aber sagt, in Wirklichkeit haben wir bei einem Aspekt trotzdem noch Bauchweh und wenn das Dossier wieder verhandelt wird, wollen wir gesagt haben, dass wir damals Bauchweh hatten. Das heißt, wir geben noch eine Erklärung ab. Ich zeige Ihnen dann nachher, wie sowas ausschauen kann. Und dann geht es wieder runter zu den Zweierpunkten, ja? Zu denen der ständige Vertreter eine Weisung braucht. Diese Tagesordnung, die landet in meiner Abteilung bzw. in der Abteilung vom Kollegen für den ASTV 1. Und wir schicken die an alle Ressorts aus. Wir schicken sie nicht nur an alle Fachministerien aus, wir schicken sie auch an die Länder aus. Wir schicken sie also an die
Verbindungsstelle der Bundesländer, nicht direkt an jedes Land. Es gibt ein Gremium, das die Länder betreut. Wir schicken sie an die Landwirtschaftskammer, an die Sozialpartner, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer. Wir schicken sie an nachgeordnete Dienststellen mitunter, zum Beispiel Statistik Österreich, wenn da ein Punkt drauf wäre, der die betrifft. Mit der Tagesordnung laden wir auch immer zu einer interministeriellen Sitzung ein. Das machen wir jeden Montag. Zuerst macht das der STV1 und dann ist das der STV2. Und wir erwarten, dass die Ministerien, die bei dieser Tagesordnung angesprochen sind, auch einen Vertreter, sage ich mal einen kundigen Vertreter, schicken, der über die Dossiers, die in sein Ministeriumskompetenz fallen, berichten kann. Das heißt, da wird dann vorgetragen, zum Beispiel vom Wirtschaftsministerium über das TTIP-Stand des Abkommens mit Amerika, wo sind die Probleme, welche Aspekte werden im ASTV behandelt, wofür braucht man eine Weisung und wie ist eine allererste Positionierung. Die anderen Ressorts sitzen da herum, meistens manche Ressorts, vor allem auch immer das Bundeskanzleramt, das sagt, ja, also TTIP ist erstens eine Materie, mit der sich auch der Europäische Rat auseinandersetzt. Das heißt, wenn ihr die Weisung erstellt, wollen wir die gerne vorab sehen, ob die auch unseren Aspekten entspricht. Und wir lassen eigentlich die Koordinierung einmal seitens der Fachressorts, stellen aber sicher, dass die Ressorts, die sich dort auch zu Wort gemeldet haben, auch tatsächlich befasst worden. Also wir kriegen auch manchmal Weisungen, wo wir schon ersehen können, das Finanzministerium, immer sehr streng, wurde bei der Weisung nicht befasst. Und es ist unsere Aufgabe, einfach zu schauen, dass alle Ressorts, die in irgendeiner Weise von einer Materie betroffen sein könnten, auch die Möglichkeit zur Stellungnahme, die Möglichkeit zur Einflussnahme haben. Warum? Nur so können wir sicherstellen, dass wirklich ein Dossier in seinen umfassenden Aspekten auch behandelt wird, dass man nicht nachher draufkommt, hoppla, da haben wir was vergessen. Ich erwähne einen Fall, besseren Fall, Olivenöl. Ja, das lief eigentlich nur im Umweltministerrat und in der Landwirtschaft und auf einmal kommt man drauf, das ist eigentlich auch eine Frage fürs Wirtschaftsministerium, weil massiv die Gastronomie betroffen ist. Großer Aufschrei, weil man das nicht gehört hat vorher. Ja, also es passieren immer wieder Dinge, wo man einfach sich auch nicht vorstellen kann, dass da noch ein Aspekt betroffen sein könnte. Später kommt man dann drauf. Ja? Wir haben auch eingeführt, dass machen wir erst seit kurzer Zeit dieses Art Mitlesen. Einfach, da ist keine wirkliche Kompetenz betroffen, aber wir schicken es noch einmal an bestimmte Ressorts, die sich einfach nicht sicher sind, dass sie noch einmal drüber schauen können, was ist der Inhalt, was ist die Weisung, was ist der Hintergrund eines Dossiers. Dieses Mitlesen hat sich auch deshalb als notwendig erachtet, weil sehr viele Rechtsakte nach Annahme auch delegierte Rechtsakte haben. Das heißt, da werden Rechtsvorschriften erlassen, die von der Kommission direkt erlassen werden können. Das heißt, wir sehen nicht mehr jede Regelung bis ins letzte Details. Das sind immer die gefährlichsten, die Zeitungen wie heute, Kronenzeitung, lieben diese delegierten Rechtsakte. Und manchmal passieren dann nämlich genau diese Dinge, wie ich es eben vorhin mit dem Olivenöl erwähnt habe. Oder zum Beispiel eine Energiesparrichtlinie, wo wir auf einmal Probleme hatten mit den Brauseköpfen, wo auch niemand gedacht hat, dass Energiesparen und Brauseköpfe zusammenhängen könnten. Also wir versuchen sehr, sehr umfassend hier zu koordinieren und sicherzustellen, dass wir an alle Aspekte denken. Auch hier zu 85-90% gelingt es. Es passieren einfach Dinge, wo ein Ressort nicht alert ist oder wo man einfach nicht im entferntesten daran gedacht hätte, dass da auch noch eine Betroffenheit gegeben wäre. Wir sind sehr strikt mit unseren Weisungsbeiträgen. Der ASTV tagt meistens am Mittwoch oder Donnerstag. Am Tag davor, also am Mittwoch bzw. manchmal schon am Dienstag, findet immer ein Treffen der Antigis in Brüssel statt. Das sind die Mitarbeiter der Botschafter, die einmal in ihrer Runde, eher jüngere Kollegen,
kurz abklären, zu welchen Tagesordnungspunkten es von, aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Länderposition her heikel sein könnte. Das ist deshalb wichtig, weil 28 sind Sitzungen nicht ganz leicht zu managen. Die dauern den ganzen Tag, aber Sie haben gesehen, wie viele Punkte auf der Tagesordnung ist. Wenn man im Vorfeld schon weiß, der Punkt Ukraine braucht 4 Stunden, der Punkt EU-Kanada-Abkommen 3 und die Vorbereitung des Rates Justizinneres nur 10 Minuten, ist es leichter für das Ratssekretariat, es ist leichter für die Präsidentschaft und es gibt keine Überraschungen. Auch wir lieben es nicht, wenn auf einmal eine Erklärung kommt von einem Mitgliedstaat, wo wir uns denken, da hätten wir uns gerne dran auch angeschlossen, weil das ist ein Punkt, der uns auch betrifft. Das ist ganz gut, bei dieser Antici-Sitzung haben wir schon ein Gefühl, wie die Sitzung ablaufen kann. Nicht zu 100%, aber eine ganz gute Ausrichtung. Das heißt, wir wollen unsere Beiträge relativ früh haben, damit wir früh auch nach Brüssel geben können, was dort der österreichische Beitrag ist. Noch ein Punkt, darum habe ich den auch so rot gemacht. Wir stellen auch ganz hundertprozentig sicher, dass nur von meiner bzw. der Stelle meines Kollegen die Weisung nach Brüssel geht. Warum ist das so wichtig? Es gab in der Vergangenheit Situationen, wo ein Minister einfach zum Hörer gegriffen hat und den ständigen Vertreter angerufen hat, gesagt, du, weißt du, das ist ganz blöd für uns. Das geht natürlich nicht. Und der ständige Vertreter hält sich auch normalerweise nicht an diese, zumindest solange ich in dem Bereich bin, kann ich mich an keinen Fall erinnern, wo das passiert wäre oder wo so eine Einflussnahme gewesen wäre oder sich der ständige Vertreter daran orientiert hätte. Wenn das Schule machen würde, bricht alles zusammen. Ja, dann wäre nur mehr das Recht des Schnelleren oder das Recht des Stärkeren, das geht nicht. Wir müssen sicherstellen, dass es bundesweit eine gute Position ist, wo eben alle ihre Aspekte einbringen können. Drum dieses ganz, ganz strenge Nachschauen. Nachdem wir ja auch das Außenministerium sind, ein wichtiger Aspekt ist auch die Rolle unserer Mitgliedstaaten in den EU-Ländern. Wir haben in jedem EU-Mitgliedstaat eine Vertretung, werden da auch immer wieder regelmäßig vom Rechnungshof kritisiert. Wenn wir gefragt werden, sagen wir brauchen sie auch in jedem Mitgliedsland. Warum? Vor den Räten, vor dem ASTV gibt es immer wieder Briefings, wo die Positionen des Mitgliedslandes mitgeteilt werden. Das heißt, es gibt nicht nur den Austausch in Brüssel, es gibt auch den lokalen Austausch. Vor den Räten, vor allem vor den wichtigen Räten, das ist der Rat für Auswärtige Beziehungen, JOBI, ECOFIN, Finanzminister und Rat Allgemeine Angelegenheiten, findet immer einen Tag vor dem Rat ein Briefing statt in den Hauptstädten. In Wien machen wir das im Außenministerium, in den anderen Ländern ist es verschieden, je nachdem Europaministerium oder Außenministerium. Und auf der Basis dieses Berichts, der auch von den Botschaften sehr schnell nach Wien kommen, wissen wir auch ungefähr, wie läuft der Rat, wo haben wir Verbündete mit unseren Anliegen, wo kann man Dinge verstärken, wo wissen wir, dass wir das Gespräch mit Mitgliedsländern suchen müssen, wenn sie eben nicht unserer Auffassung sind. Plus, was wir in einer längerfristigen Planung sehen, ist, dass ein Empfangsstaat ja nicht nur einfach eine Position vertritt, sondern wir wollen Hintergründe wissen. Wir wollen wissen, warum ist Litauen ganz, ganz, ganz streng, wenn es um Sanktionen zum Beispiel gegen Russland geht in der Ukraine. Wenn wir nicht wissen, dass dort Kampfflugzeuge drüber fliegen, können wir das so nicht nachvollziehen. Das sind aber die Dinge, die uns die Botschaften berichten. Ja, also für uns, gerade im Außenministerium, ein wichtiger Aspekt und wir teilen diese Berichte auch, die primär zu uns kommen, auch mit den einzelnen Fachressorts. Vielleicht ein paar Fragen, die in der Praxis aufkommen. Natürlich kann es vorkommen, also wie gesagt, es sind akkordierte Beiträge. Es kann passieren, dass die Abstimmung nicht. Wir versuchen dann trotzdem einen Hintergrund zu haben und es gibt keine Wortmeldung. Das Schlimmste, was passiert, wir haben gar nichts. Auch das ist schon einmal passiert, dass wir nicht einmal uns auf einen Hintergrund einigen konnten. Aber wie gesagt, sehr, 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 sehr selten. Zum Phänomen Ratserklärungen habe ich schon vorhin, die habe ich schon erwähnt. Es gibt zum Beispiel, also mir ist es in letzter Zeit gekommen, genau. Da ging es um die Europäische Zentralbank über statistische Informationen. Das ist nicht mit unserem Statistik- und den Rechtsregeln kompatibel. Deshalb haben wir gemeinsam mit Deutschland und Finnland
eine Erklärung abgegeben, dass man weiß, gewisse Sachen können wir nicht gleich umsetzen, weil wir ein Verfassungsgesetz im Wege stehen haben. Ganz korrekt ist es nicht. Ich schimpfe immer mit den Kollegen aus den jeweiligen Ressorts, weil es gibt natürlich den Grundsatz, Gemeinschaftsrecht gilt vor nationales Recht. Nichtsdestoweniger, das Dossier war noch nicht, das ist nur eine Recommendation, ist für den Verhandlungsprozess wichtig, weil natürlich dann schon klar gemacht wird, pass auf, in dem Bereich haben wir ein Problem, möglicherweise können wir da nicht zustimmen. Wenn es gibt einfach das normale Gesetzgebungsverfahren, qualifizierte Mehrheit, wenn wir überstimmt werden, können wir trotzdem nichts machen, aber wir haben es immerhin gesagt. Dann Sonderfälle sind natürlich Triloge, wo wir einfach längerfristig eine österreichische Haltung erarbeiten müssen, werden immer wichtiger, weil der Aspekt Europäisches Parlament sehr, sehr viel stärker in die Gesetzgebung eingeht. Der Rat, der Einfluss des Rates nimmt realistischerweise mehr und mehr ab, muss man wissen. Dann Sonderfall sind Kandidaturen, die einfach über die Bundesregierung abgestimmt werden müssen, informelle Treffen, die auch nach informelleren Regeln ablaufen, aber meistens auch, um die Kohärenz sicherzustellen, auch vom Außenministerium koordiniert werden. Vielleicht zur Sicherheit, nicht alle Weisungen sind gleiche Weisungen, es gibt Weisungen, die sehr sensibel sind, natürlich werden die klassifiziert und gehen an einen eingeschränkten Empfängerkreis. Zu den Informationsverpflichtungen ans Parlament möchte ich eigentlich nichts sagen, da wird meine Kollegin nächste Woche ein bisschen was sagen und ich glaube, Sie haben ja auch noch einen Vertreter vom österreichischen Parlament da. Ja, die Angelegenheiten der Länder, vielleicht ein Wort zu den Ländern und zu den Interessensvertretungen. Aus meiner Erfahrung, Österreich ist zwar föderal, spielen die Länder in der Weisungserstellung keine Rolle. Einerseits nicht so sehr, weil sie nicht betroffen sind, sondern schlichtweg, weil sie zu langsam sind. Also bis sie sich koordiniert haben, bis wir eine einheitliche Stellungnahme der Länder haben, ist der Prozess meistens längst weitergegangen. Ganz anders die Sozialpartner, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, sehr aktiv, sehr großes Wissen, können das nicht direkt an uns heranbringen, aber über die jeweiligen Ressorts, Sozialministerium, Wirtschaftsministerium, eine sehr, sehr aktive Gestaltung des österreichischen Standpunkts in Brüssel. Ich glaube, das sind so die wichtigsten. Ja, Nachtragsweisungen, manchmal braucht es einfach sehr lang mit der Koordinierung. Da beginnt schon die Sitzung und wir können nicht mehr mündlich am Telefon das durchgehen, dann schickt man das nach. Also ich habe auch schon Sachen gehabt, wo ich auf dem einen Hörer noch verhandelt habe und auf dem anderen Brüssel schon so in Schritten informiert habe, wie die Weisung abzulaufen hat. Wie machen es die anderen? Teilweise ähnlich, teilweise ganz anders. Fazit, jeder macht es komplett nach einem eigenen Rhythmus. Wir sehen schon sehr stark die Rolle der Außenministerium. Also die meisten Mitgliedstaaten haben, selbst wenn ein Europaministerium zuständig ist, zumindest die Beamten aus dem Außenministerium dorthin sekundiert. Also immer noch ein sehr, sehr starker Außenministeriumsfokus. Die Büros der Premierminister sind zum Teil gut bestückt und spielen eine wichtige Rolle, vor allem in Deutschland, vor allem in Frankreich, Italien. In Italien, glaube ich, ist das Europaministerium, das dem Premierminister angeschlossen ist, glaube ich, fast größer im Bereich Europa als das Außenministerium. Sonst auch hier eher kleines Staff und das Zuarbeiten des Außenministeriums, zum Beispiel Fall der Niederlande, da gibt es ein kleines Büro, sind 3 Personen, aber die ganze Routinearbeit wird eigentlich vom Außenministerium gemacht. Politische Akkordierung. So wie ich Ihnen den Prozess in Österreich geschildert habe, ist der sehr leichter. Der basiert auf, die Abstimmung erfolgt auf Beamtenebene, meistens sehr junge, also es sind nicht einmal die Abteilungsleiter, sondern sind Referenten. Und das klappt zu, ich würde sagen, 80% auf dieser Ebene. Manchmal müssen wir auf Abteilungsleiterebene gehen zur Akkordierung und sehr, sehr selten auf die politische Ebene. Hängt vielleicht damit zusammen, dass wir kein rigides Korsett haben, wie manche andere, und eine gewisse Flexibilität, hängt aber auch vielleicht nach wie vor damit zusammen, dass diese Mechanismen gut etabliert sind und eigentlich eine große Glaubwürdigkeit auch dahinter liegt. Also ich bedauere immer die Kollegen aus anderen Mitgliedstaaten, sind oft die neuen Mitgliedstaaten, also die Kroaten haben den ärgsten Prozess überhaupt, die haben, glaube ich, wöchentliche politische Abstimmung, das heißt, jede Woche
muss sich die Bundesregierung mit europapolitischen Fragen auseinandersetzen. Weil das ein sehr schwerer Prozess ist, weil man immer warten muss, wann einigt sich die politische Ebene und dann kann ich aber nicht koordinieren. Es gibt aber auch gute Beispiele, die uns voraus sind, die zum Beispiel die Abstimmung nicht mehr physisch machen, so wie wir in unseren Sitzungen, sondern nur mehr mit Elektronik, mit E-Mails, mit Videokonferenzen. Das, was sich sicherlich bei vielen Mitgliedstaaten bewährt, und das machen vor allem die kleineren, Belgien, Luxemburg, dass sie sehr stark auch die ständige Vertretung in die Weisungsgebung einbinden. Sei das durch Videokonferenz mit dem ständigen Vertreter, sei das, dass der überhaupt dazukommt, in Belgien ist das einfach, bei uns ist das schon ein bisschen schwieriger. Und damit auch sehr viel Pouvoir in Brüssel lassen. Sonderfall vielleicht die Briten, die überhaupt keine Weisungen geben, sondern über den Europapolitischen Ausschuss die großen Linien festlegen und die hat der ständige Vertreter, der fast eine Stellung wie ein Regierungsmitglied hat, auch zu präsentieren. Gut, Unterschied ASDV 1 und 2, Sie haben es am Anfang gesagt, der ASDV 2 ist sicher der politischere, aber der ASDV 1 ist für mich immer der viel, viel heiklere, weil man hier die Masse der Dinge an den vielen Legislativakten nicht ersehen kann. Und das ist leider ein Fressen für Fehler. Also das ist leider eine Fundgrube, wo immer wieder Dinge passieren. Also ich finde, der 2 ist vielleicht politisch interessanter, heikler, schwieriger ist sicherlich der Binnenmarkt. Gut, mein Fazit. Ich habe schon erwähnt, ein sehr leichtes Koordinierungsverfahren, eigentlich ein sehr gutes, weil wir sehr gut miteinander zusammenarbeiten. Inhaltlich vielleicht würde ich mir manchmal eine Grundkompetenz, eine Leitlinienkompetenz wünschen als Koordinierer. Die gibt es bei uns nicht, die haben die Deutschen, die haben die Franzosen, einfach weil das das Koordinieren leichter macht. Es gibt letztlich ein Ressort, meistens ist es das Premierministerbüro, das sagt, okay, wenn wir uns nicht einigen, das ist die Linie. Wir haben halt gelegentlich doch den Fall, wo wir unbefriedigende Lösungen, weil der Kompromiss so weit gegangen ist, oder wo wir im schlimmsten Fall eben zu keiner Lösung finden. Auch wenn das wenige Fälle sind, manchmal würde man sich das wünschen. Plus eine vorzeitige Abstimmung von Grundsatzfragen erleichtert natürlich das Suchen von Verbündeten unter den anderen EU-Mitgliedstaaten. Wir machen das sehr stark eben über die Botschaften, weil wir diese Grundsatzentscheidungen und damit dieses aktive Suchen eigentlich nicht machen können. Wir sind eher reaktiv, brauchen daher sehr stark den Dialog, entspricht aber wahrscheinlich unserer historisch gewachsenen Art auch Politik zu machen.